amüsierten sich köstlich über dessen Anekdoten, als da saßen in skurriler Konstellation unter anderem ein Denker am Schachbrette, eine einsame und hochbegabte Hand am Klaviere sowie eine resolute ältere Dame in einem Chesterfield-Sessel. Diese erzählte in ihrem beherzt entschlossen an ihre Ideale glaubenden Tonfalle unter anderem von den zahllosen Reisen ihrer Vergangenheit und dass sie stets sämtliche Landkarten, Lektüren, Speisekarten, Souvenir-Erinnerungsstücke sowie weitere Beweisgegenstände ihrer unternehmungslustigen Zeiten sammle, um fürderhin jedwedem Lande des von ihr besucht worden Seins eine eigene Geschichte zuordnen und angedeihen lassen zu können. Charles reagierte etwas zynisch hierauf und sagte in süffisant ironischem Tone, »Das kann ich ja wohl auch ohne zu sammeln.« Lydia rief ihn zur Ordnung und ließ die ältere Dame weiter fortfahren und parlieren. Währenddessen qualmierte